Und damit herzlich willkommen zurück zu Stalker Shadow of Chernobyl. Wir sind jetzt hier bei der neuen Aufgabe, beziehungsweise bei der alten Aufgabe eigentlich. Es gibt einen Typen von Mann, dem kannst du nichts gegen sagen. Ja, halt dein Maul, wir müssen hier irgendwie abmurksen. Weil er ihm vertraut hat und dann hat er ihn doch verarscht. Und wir haben jetzt. Shit, habe ich mich erschreckt. Feind. Warum war hier ein Feind? Na? Wurzel? Chirurg? Hey, Kumpel. Du bist dran. Nur, dass du es weißt. Ich habe ein Problem. Und zwar weiß ich, dass die ultra stark sind. Und wenn ich jetzt einfach so erschieße, dann interessiert die das nicht. Okay. Ich dachte, die flippen jetzt alle komplett aus hier. Okay. So. Achso, wir müssen da noch hingehen. Oh, erledigen Sie Lukas. Der Junge ist doch tot. Wir gehen jetzt mal kurz zum Geheimversteck hier oben irgendwo. Da ist eine Anomalie, das heißt, wir laufen vielleicht so rum. Und dann ist da Anomalien. Au. Und dann ist hier das Versteck im Baumstamm. Und das ist eigentlich nur Crap. Haben wir. Okay, und dann gehen wir nochmal nach da vorne. Da ist nämlich Krempel in der Schmelze. In der Schmelze heißt wahrscheinlich einfach im Ofen. Und ist falsch. Oh Gott, lag. Ist falsch übersetzt, schätze ich jetzt einfach mal. Da, ja, im Ofen. Okay. Nur, wie kommen wir da rein? So, hier. Mich wundert ja manchmal echt, dass ich die Leute einfach erschießen darf. Okay, hallo? Ach, Ofen ist wahrscheinlich von der anderen Seite. Freiheitssturmanzug. Was war das gerade für ein abgespacedes Geräusch? In der Schmelze ist für mich das hier. Kann ich nicht öffnen. Ah! Da? Nee. Gibt's hier ein Dachgeschoss? Also das Geräusch habe ich eben hart verwirrt. Ha. Aha. Aha. Kein Plan, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott, Leck. Des Todes. Ich habe übrigens zwischendurch eine Aufgabe gemacht, nämlich, Moment, die hier unten haben wir einfach abgeknallt und das da hat irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das nur zu einer bestimmten Tageszeit funktioniert. Okay, also das kann ich nicht wegschießen. Ich hätte gedacht, dass ich dahinter muss. Da komme ich aber nicht ran. Ich hätte auch gedacht, dass ich hier ran muss. Komme ich aber auch nicht ran. Ich sehe den ganzen Scheiß doch sogar. Nur wie komme ich da ran? Hab den Stalker-Anzug versehentlich mitgenommen. Ach komm, den können wir bei irgendwem hier verkaufen, ne? Hallo. Nein! Wir machen mal F9. Wir haben ja gerade eben erst gespeichert. Wir können das Ding verschieben. Ich weiß noch nicht wie. Also ich bin gerade von der einen Seite gegengelaufen, das hat funktioniert.
Wahrscheinlich können wir auch irgendwie von der anderen Seite gegenlaufen. Achso, wir mussten ja jetzt hier noch. Wo sitzt er denn jetzt? Da. Ihn erledigen. Er war ja ein Bastard zu unserem Barmann. Glaube ich. So, und jetzt gucken wir uns das mal kurz an. Es gibt Geheimnisse, die du verbauen kannst. Also ich konnte von der anderen Seite umlaufen. Das heißt für mich, ich kann es bewegen auf jeden Fall. Ja, ich kann. Scheiße, aufheben kann ich auch. Ich hätte es mir auch gern wegbewegt hier. Na, guck mal, wenn ich von hier gegenlaufe. Ich könnte es wahrscheinlich umkippen. Ah, ich kann es umkippen, indem ich. Komm da übrigens nicht wieder runter. Indem ich auf den Dingens drauf gehe. Okay, alles nehmen. Gut, dass es nur ein bisschen verbuggt ist. Okay, haben wir. Was braucht man noch? Wir gehen einmal kurz in das Lager rein. Willst du mich verarschen? Ach, Kacke, das ist ein Baumstamm, hatten wir danach geholt. Okay, wir machen jetzt kurz mal F8. Hier fast F9 gedrückt. Da war eine Anomalie. Hier sind überall Anomalien. Ich hasse Anomalien. Anomalien sind scheiße. Alles nehmen. Naja, komm halt deine Fresse. Wir laufen jetzt mal kurz zum Armeelager. Armee-Medikit genutzt. Normales Medikit benutzt. Geht mir doch nicht auf den Sack mit eurer scheiß Anomalie-Wichse, ey. Übrigens, wir haben sehr viel Schutz vor Elektroschock. 82%. Wir haben ja diesen super geilen Gummianzug an. Okay, Leck des Todes. So, und hier sollen wir irgendwo mit einem Dude auslöschen. Okay, und hier läuft. Scheiße. Ich will jetzt hier nicht nochmal alles auslöschen. Was seid ihr? Banditen? Ah, ihr seid wieder Freiheitsleute, okay. Du bist Geizhals. Top. So eine Waffe nehme ich mal mit. Hier, Lukas ist doch tot. Ist, glaube ich, nur verbuggt, weil der eine Typ nicht mehr lebt, der dafür verantwortlich war. Okay. Hab die Sachen in der Kiste geworfen, ich hole sie später ab. Tust du nicht. Du bist tot. Und dann müssen wir nochmal mit Murk reden. Warum auch immer hier schon wieder Musik spielt. Das wird mich schon wieder bumsen, ey. Was sagst du dir? Das ist schon wieder scheiße für mich, ey. So, und hier einmal rum und dann müsste es da Loot geben. Danke. Habt ihr wieder Sniper-Munition, dann loote ich euch auch. Ansonsten lohnt ihr euch halt überhaupt nicht. So, hier in der Kiste ist jetzt was? Wow, Steinblume und Graphit. Uiuiuiuiui, das ist ja toll. Ihr merkt, meine Begeisterung ist grenzenlos. Nicht. Hallo, Boy. Komme ich hier auch schneller hoch? Ein GP37, nicht das, was ich wollte. Okay. Runter mit uns, natürlich Schaden kriegen. Wir gehen jetzt. Oh, hier war ich noch nicht. Die Frage ist, will ich hier sein? Schauen wir nicht übermäßig gerne. Okay, wir haben 500 Schuss. Das gefällt. Leck des Todes. Oh oh. Oh oh. Hat das Spiel jetzt ausgehauen? Der Leck hat sich auf OBS. Oh nö.
Oh nö, ich habe 1000 Jahre nicht gespeichert. Tu mir das nicht an. Taskmanager. Okay, es läuft noch. Einfach nicht in Frage stellen. Ich muss diesen Sprung schaffen. Top. Würde mir auch beschissen vorkommen, wenn ich auf einmal von hinten weggehauen werde. Obwohl ich ausgehe, dass. Ups. Eigentlich brauchen wir so eins auch nochmal. Aber sonst können wir, glaube ich. Ach, scheiß drauf, nehmen sie aber mit. Wir haben gerade noch genug Platz. Na, wo hast du schon wieder deinen Scheiß versteckt? Da irgendwo. Okay, wir gehen jetzt einmal links rum. Zu unseren Freunden. Top. Denn die beiden, beziehungsweise sind da zwei Leute, die kennen wir schon, da steht, reden sie mit Murk. Ich weiß zwar nicht, warum ich mit Murk reden soll. Mit dem habe ich bestimmt schon 100 Mal geredet. Können auch einfach nur verbuggte Quests sein. Weiß ich aber nicht. Vor allem, weil die Aufgabe haben wir auch nicht mehr. Drei Leute sind hier. F9? Die waren doch freundlich ange. Nur weil ich eine Granate in der Hand hatte oder was? Versehentlich. Man kann wirklich Vögel erschießen, das wusste ich nicht mal mehr. Ich wusste, dass es bei irgendeinem Spiel ging, aber ich dachte, das wäre bei GTA 5 gewesen, weil da geht das auch. Und bei Red Dead Redemption geht das auch. Und ich dachte nicht, dass es bei Stalker gewesen wäre. Aber okay. Schnell Quicksave reingekloppt. Und wir laufen nochmal kurz zu dem Lager hin. Ich habe echt nicht verstanden, warum die auf einmal gegen uns waren. Haben wir irgendwas getan? Wir haben eigentlich immer alles gegen Frei. Sind das Leute von Freiheit? Oh, Scheiße, das sind Gegner jetzt. Ich glaube, das sind eigentlich Leute von Freiheit gewesen. Richtig? Auftrag fehlgeschlagen. Die Blutsauger erledigen. Sorry, Leute. Freiheit. Ah, nein. Murk war einer von Freiheit. Das wusste ich nicht mehr. Ah, oh, es ist ärgerlich, ey. Boah, blöd gelaufen für Freiheit, Jungs, oder? Gut. Kann ja auch kein Mensch mit rechnen. Okay, wir müssen jetzt nach da oben. Da waren wir aber noch nie, deshalb laufen wir dahin. Weil wir teleportieren uns nur zu den Gebieten hin, die wir schon kennen. Das habe ich gesagt. Und daran halte ich mich auch, weil ist auch lustiger. Gott, verdammte Scheiße. In normalen Spielen kann man sich ja auch nur dahin schnell reisen, wo man schon war. Naja, komm. Jetzt lass mich. Alter, das ist eine nervige Scheiße. Ich komme hier nicht mehr raus, ne? Oh Gott, danke. Ey, manchmal glaube ich auch, das Spiel ist komplett behindert, ey. Facht. Bevor es jetzt wirklich abkackt. Hey, du bist eine Anomalie, du kommst nie wieder raus. Hallo, Freunde. Na? Seh dich ganz genau, du fette Sau. Okay, das hier ist also so etwas wie der Bahnübergang. Top notch.
Was? Die machen scheinbar ganz schön viel Schaden, oder ich hatte ganz schön wenig Health. Aber ich glaube, die machen ganz schön viel Schaden. Auf Distanz. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich schon zu tot war. Gut, die sitzen da am Feuerchen. Da oben sitzt einer einzeln, er wacht. Oh, 8 Leute insgesamt, okay. Na dann. Wollen wir die mal leise ausrotten, wa? Oder auch vielleicht nicht so leise. Wobei wir sind immer noch leise. Ich hab nicht mitgekriegt, wo die. Hat er uns gerade Mark One genannt, also der da vorne? Der ist irgendwie weg. Wo ist der hin? Naja, mir soll's recht sein. Ich krieg Munition. Upp. Irgendwie keinen Verlust gemacht an Munition, glaube ich. Dupdi-dupdi-du. Oh, achso, der ist. Hier ist noch einer. Wo soll denn der hier sein? Maul halten. Feind. Ah, hab ich erwartet. Okay, hier oben ist eine Basis von denen irgendwie. Na komm. Oh, nicht. Oh Gott, leck. Was war das jetzt für Munition? Verbesserte 556. Cool. Braucht kein Mensch, aber cool. Also ich sehe noch nicht so richtig Sinn an verbesserter Munition, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ja, die macht ein bisschen mehr Schaden. Ach, komm, schon wieder so ein Crap, ey. Aber so richtig krass ist die jetzt nicht. Ist das Armee? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist Armee. Falsche Waffe, Junge. Aha. Aber klemmt.
Waffe klemmt schon wieder. Schießen wir gerade minderwertige Munition. Verdammte Scheiße, Alter. Das ist ein bisschen nervig. Dass diese Kackwaffe alle 5 Sekunden klemmt, Alter. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Waffe langsam kaputt geht, ne? Mann! Wie viel Mann sind das? Irgendwie 20? Ich muss da ja lang! Ich könnte nicht mal was daran verhindern, dass sie mich gesehen haben. Ja klar, ich hätte mich immer durch die Büsche schleichen können, aber warum soll ich das machen, wenn ich schon ein ganzes Lager ausgeräumt habe, Alter? Ah, fuck. Hab einen. 7 Boys sind das angeblich noch, die ich knallen muss. Waffe klemmt. Gut, da ist einer aber draufgegangen. Okay, das sind ein paar mehr als 10 gewesen. Ich frag mich echt, wie sie so gut treffen, ey. Ich meine, es kann ja sein, dass die übertrieben viel Schaden machen, aber ich habe das Gefühl, ich droppe immer von 100 Leben auf 0. Gott, Scheiße. Das ist gerade eins bisschen nervig. Höchstens eins. 4 habe ich gesagt. Gut, dass ich scheinbar auf 4 keine Granaten mehr habe. Hier war verklemmt. Da stehen jetzt noch 10, genau. Ich glaube, das ist die Panzerung, die der Typ mir verkaufen wollte. Ich glaube, die sind ja zu blöd, um mich zu sehen. Danke. Boah, speichern. Okay, also irgendwie sind die jetzt verbuggt. Aber trotzdem, die waren ja übertrieben krass. Was seid ihr denn? Gruppe Monolith? Was ist denn die Gruppe Monolith? Na klar. Okay, Moment mal. Ihr habt die komische Waffe, ne? Für die habe ich nicht so viel Munition, aber geht. Die verschießt scheinbar richtig krasse Kugeln.
Die braucht doch bestimmt ein russisches Ziel. Willst du mich nicht verarschen hier? Ein russisches Zielfernrohr, ne? Kann man die auf Einzelfeuer schießen? Die kann man auf Einzel- und auf Auto schießen. Okay, die Waffe ist ziemlich gut. Und klemmt. B, Alpha und Rennen. Danke. Alter. Tut mir leid, aber was gelootet werden muss, muss gelootet werden. Die haben alle ziemlich viel von der Scheiß-Munition dabei. Die hat eine normale AK. Draußen liegen zwei. Also diese richtig krassen hatten die richtig, also hatten auch diese Waffe dabei. Und die anderen Spasten hatten AKs dabei, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ich hätte gern ein Visier auf der Waffe drauf, aber. Das sind zwei verschiedene Gruppen, das sind alles Monolith. Keine Ahnung, was diese Gruppe ist. Die Gruppe des Monolithen. Ja. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken, seid ihr stark, ey. Die hab ich ja richtig platt gemacht, ich speichere nochmal. Meine Fresse, ey. Gut. Top. Habe ich jetzt jedenfalls auch als Waffe. Ja, nächsten Level betreten. Top, jetzt dürfen wir nämlich auch mal die Schnellreise benutzen. Ich wette, jetzt kommen hier wieder 100 Leute oder so und die schießen direkt weg. Wie das eine Mal. Ist ja nicht so, dass wir das noch nicht hatten. Ist ja nicht so, dass wir das noch nicht hatten. Okay, das gefällt mir schon mal nicht. What? Was zum Fick bist du? Okay, laut bist du. Und umschaltbar von Einzel auf Automatik. Okay, wie kann ich einen Granatwerfer benutzen? Einen Unterlaufgranatwerfer? Du hast doch safe einen Unterlaufgranatwerfer, oder? Komm, Waffen. Waffen, Munitionstyp, Feuernsum, Nachladen, Granatwerfer. V. Klar hast du einen Unterlaufgranatwerfer und 5 Schuss dafür, Alter. Habe ich dabei. Okay. Die Waffe ist krass. Wir haben gerade extrem viele Waffen dabei, die krass sind. Part gleich zu Ende, Part ist gleich zu Ende. Ich würde sagen, bevor wir uns hier weiter umgucken, wir schnappen uns nochmal kurz ein kleines Stück da vorne. Hoffen, dass jetzt keine Leute sind. Das sind bestimmt diese Monolithen-Bastarde, oder? Nochmal 5. Okay, wir gucken uns mal kurz diese Basis hier an. Ich tippe auf den Monolithen-Penner. What the fuck? What is wrong with you guys? What the fuck? Okay, Fun Fact, ich kann mit der Waffe noch gar nicht schießen. Maul halten. Also auch diese Monolithenpenner? Das sind auch diese Monolithenpenner, okay. Die haben auch richtig krasse Munition dabei. Also die haben nur verbesserte Munition dabei, das ist hart. Okay. Sehen wir kurz mit der Waffe hier alles auseinander, denn ich gehe jetzt zwischen den Parts einmal kurz
Also der nächste Part kommt eh erst später. Aber ich will jetzt einmal ausprobieren, ob man verbesserte Munition, die nein, nicht verbesserte Munition in die Waffe laden kann, sondern ob man Dingens in die Waffe laden kann. Dann machen wir mal Armeelager. Oder? Nee, warte. Labor X10? Pripyat? Scheiße, da hinten kommt einer. Pup. Das ist auf Einzelfeuer. Pup. Haben wir. Okay. Da hinten brennt ein kleines Lagerfeuer. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal kurz hier auf Karte. Das hier ist Roter Wald, das habe ich schon rausgeholt. Das da vorne ist Pripyat. Hier geht's nach Armeelager, aber wo geht's hier? Hier geht's irgendwo noch raus. Was man noch gar nicht sehen konnte. Also was man eigentlich noch nicht sehen kann. Dachte ich zumindest Pripyat. Chernobyl AKW. Ah, das ist dann wahrscheinlich hier. X10. Okay. Gut, dadurch haben wir jetzt schon mal uns ein bisschen gespoilert. Ist aber egal. Wir gehen mal kurz zurück ins Armeelager. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir wieder beim Roten Wald sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein und tschüss.